Wenn wir rausgehen, läuft. Was sollen wir tun? Die Spinnen verhalten sich so, als ob sie genauso ein Anrecht auf diesen Bunker hätten wie wir. Sie sind überall und scheinen keine Angst vor uns zu haben. Zeit, das zu ändern. Wir wollen keine Spinnen mehr in unserer Suppe. Nein, danke. Echt etwas Fleischbeilage. Gut, dass wir das Insektenspray behalten haben. Ja. Oh, Errungenschaft freigeschaltet. 5 Tage haben wir überlebt. Prepper. Mary Jane? Ah. Mary Jane, lebst du noch? Du bist noch nicht wieder da? Oh, wir haben Wasser gefunden. Was gibt das Spinnen vertreibt und uns davon abhält, auf Stühle zu steigen? Dann das Insektenspray. Es war genau der richtige Zeitpunkt, um diese tödliche Waffe zu entfesseln. Das Ergebnis war sehr zufriedenstellend. Wir konnten 404 dieser kleinen Mistviecher auslöschen und haben sogar eine versteckte Wasserflasche in der Ecke gefunden. Das war ein guter Tag. Und auch noch ein Error 404. Ted scheint es gut zu gehen, auch wenn die Welt vor die Hunde gegangen ist. Wenn es irgendetwas über Dolores zu sagen gäbe, würde es hier stehen. Ach, warte mal ab, die schreibt doch ihr eigenes Buch. Mit Timmy ist alles bei mir. Ja, Timmy hier, unser kleiner Mongo-Timmy, der guckt die ganze Zeit. Oh, das ist eine interessante Decke. Und ich mag den Scheinwerfer. Guck mal, stelle ich als nächstes an. Lass ihm die kleine Freude. Ja, er kann ja hier in den kleinen Bunker, er kann ja nicht an sich selber rumspielen, also muss er so einen Gedanken hier. Oh. Zeit, die Vorräte zu rationieren. Ja, sind nicht hungrig, sind nicht durstig, also. Dies ist eine freudvolle Zeit in einem Meer der Betrübnis. Heute hat Timmy Geburtstag. So wie letztes Jahr haben wir bis zum letzten Augenblick gewartet, um ihm ein Geschenk zu besorgen. Aber dieses Mal sind unsere Möglichkeiten auf das beschränkt, was wir im Bunker finden können. Was bekommt er dieses Jahr? Ja, da sind nicht viel Auswahl. I want cake! The cake is a lie! Ach, der kriegt nichts. Das Geschenk ist, dass er noch am Leben ist. Und dass er vielleicht noch ein paar schöne Tage leben kann. Das Damenspiel, das brauchen wir bestimmt noch. Wird es denn verschwinden, wenn wir es ihm schenken? Ich weiß es nicht. Ja, guck mal, wie der guckt. Ja, der wird es bestimmt nicht essen. Der wird es kaputt machen. Der wird es verlieren. Der schafft das in diesem kleinen Bunker, dieses Spiel zu verlieren. Also, wir müssen ihm ja nicht schenken. Ja, komm. Er soll ja gute Laune haben. Kriegt er das Damenspiel? Und er teilt bestimmt nicht. Oh, es ist doch da. Oh, und davon hat immer was in die Wand gemacht. Oh, ein Bäumchen und ein Holzfäller. Ich bin dein Vater. Mary Jane? Mary Jane macht mir Sorgen. Bei der Flucht in den Bunker hatten wir kaum Zeit, irgendetwas einzupacken. Deshalb fehlt die Hälfte der Spielsteine des Damenspiels. Ja, toll. Mit der anderen Hälfte scheint man immer noch spielen zu können. Timmy jedenfalls hatte seinen Spaß. Ohne Wasser überlebt Ted nicht. Wenn wir irgendwas brauchen, dann Wasser für Dolores. Timmy bevorzugt Apfelsaft, aber Wasser wäre auch nicht schlecht. Mir fällt gerade auf, nach 6 Tagen müssen die immer noch nicht essen. Respekt. Hoffentlich muss man die jetzt nicht 3-4 Tage hintereinander füttern, sobald die essen, sobald die Hunger kriegen. Ich hoffe nicht. Diese schreckliche Stille wird langweilig und wie jede glückliche Bilderbuchfamilie haben wir nicht sonderlich viel Gesprächsstoff. Können wir das irgendwie ändern? Irgendwie, bitte! Wenn sie ein Kofferradio hätten. Haben wir nicht, irgendwie! Ach komm, die haben eine Taschenlampe, die können Schattenspielchen an der Wand machen. Was ist das? Das ist eine Ente. Oh, oh! Eine Ente, bow, bow! Und hier ein Schwan, miau! Oh, guck mal, eine Katze. Mie, 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 mie. Oh, Mary Jane. Oh, Timmy. Oh, Dolores. Oh, oh. Timmy sieht aus, als wenn er etwas an Schwindsucht leidet. Ich glaube, sie haben heute Hunger. Und die brauchen Frischluft. Klick die mal einzeln an. Ich glaube, da kann man so ein bisschen... Hungrig, müde. Hungrig, müde. Hungrig, müde. Ach. Wir machen das Licht aus und wenn er danach auf einmal nicht mehr da ist, dann hat man was zu essen. Mary Jane? Tag 7. Hier herrscht völlige Stille. Vielleicht können wir ja die Nachbarn in ihrem Bunker hören, wenn wir uns richtig anstrengen. Ted hat keinen Durst mehr. Ted würde sehr gerne etwas essen. Ted ist wirklich müde. Dolores hat keinen Durst mehr. Dolores würde wirklich gerne etwas essen. Dolores ist wirklich müde.
Timmy hat keinen Durst mehr. Timmy sollte etwas essen. Timmy ist sehr müde. Also mit Essen können wir sorgen. Pennen müssen sie alleine. Ja, ich verstehe auch nicht, dass sie sich nicht einfach auf den kalten Boden legen. So. Echt mal, der kalte Boden ist doch wohl da. Der kalte, liebevolle, kuschelige. Ah, man, kalte, kuschelt sich, harte. Man kuschelt sich so ein bisschen aneinander und dann geht das schon. Oh, eine kleine Katze, die eine Maus fängt. Es ist nicht leicht, unter solchen Umständen ruhig zu bleiben. Hoffentlich können wir unseren Frieden wahren. Sonst müssen wir vielleicht wie Wölfe handeln. Überleben des Stärkeren und so. Timmy, lauf. Timmy, renn! Mary Jane! Mary Jane? Tara. Oh. Hab ein bisschen viel Sonne abgekriegt, oder? An manchen Morgen sind wir etwas verzweifelt. Wir müssen uns zusammenreißen und optimistischer sein. Das Militär kann nicht mehr weit sein. Mary Jane ist von der Oberfläche in den Bunker zurückgekehrt. Wir sind überglücklich. Oh, die hat eine Axt gefunden. Und den Koffer mitgebracht. Am Stadtrand gab es einen großen Parkplatz. Jetzt sieht er eher aus wie ein Schrottplatz. Die meisten Autos sind völlig zerstört oder ausgebrannt. Wir haben trotzdem beschlossen, uns dort näher umzusehen. Unter den verbrannten Überresten eines Picknicktisches fanden wir ein paar Flaschen Wasser. Zwei Flaschen. Die Flaschen, klein geschrieben, machen keinen guten Eindruck. Aber ihr Inhalt sieht trinkbar aus. Es sieht fast so aus, als ob die Bombe jemanden beim Picknick überrascht hätte. Glücklicherweise war dieser jemand ein großer Fan von Tomatensuppe. Zwei Dosen Suppe, sehr schön. Die unverwüstlichen Dosen waren über den ganzen Parkplatz verteilt. Und dann nur zwei Dosen? Sowieso. So eine Bombendrohung oder sowas? Ich meine, unsere Leute hatten ja auch einen Bunker. Vermutlich gab es ja schon vorher eine Bombendrohung. Warum geht dann jemand mit zwei Flaschen Wasser und zwei Dosen Suppe raus zum Picknick? Er wollte an der Sonne etwas. Er wollte frische Luft haben und etwas Sonne tanken. Vielleicht war das Picknick ja davor oder während der Explosion. In einem der Kofferräume fanden wir einen Lederkoffer. Er war so gut wie neu. Es hat uns ein wenig enttäuscht, dass nichts darin war, aber auch der Koffer alleine ist schon sehr praktisch. Wofür? Wollt ihr da drin pennen? Timmy würde vielleicht reinpassen. Im Kofferraum eines Autowracks fanden wir eine tadellose, scharfe Axt. Das Fahrzeug muss einen Holzfäller gehört haben. Oder einen Serienmörder. Oder vielleicht beide. Vielleicht war das Ted Bundy? Nee, Ted Bundy sitzt doch hier im Bunker. Oh ja. Vielleicht war das sein Zweitwagen. Ted ist immer noch hundemüde und braucht mehr Zeit, um sich auszuruhen. Ted hat keinen Hunger mehr. Dolores ist immer noch sehr müde, aber sie bekommt einfach nicht genügend Schlaf. Dolores hat keinen Hunger mehr. Timmy muss sich noch ein wenig ausruhen. Timmy hat keinen Hunger mehr. Mary Jane ist ziemlich hungrig. Mary Jane ist wirklich müde. Mary Jane hat sich eine Krankheit geholt. Okay, also Mary Jane muss immer. Mary Jane, wo hast du dich umgetrieben? So, Mary Jane muss. Nein, nicht alles. Nur Mary Jane. Sie muss erst. Oh, wir haben keinen Verbandskasten. Nein, sie ist verdammt zu sterben. Die nächste Runde werde ich auf jeden Fall Maussteuerung einschalten. Sollten wir rausgehen? Unsere Nachbarschaft ist immer noch sehr stark radioaktiv. Ausflüge an die Oberfläche bergen momentan ein großes Gesundheitsrisiko. Ted ist nicht in der... Ja, brauchen wir gar nicht planen, die sind ja alle... Also wir können eine Expedition vorbereiten und vielleicht ist jemand ausgeruht, aber... Wenn Timmy jetzt rausgeht, könnte er sterben. Tschüss, Timmy! Könnte. Könnte. Wir finden, dass Mary Jane nach draußen gehen sollte. Ja, bevor die alles voll stinkt, weil sie krank ist... Oder andere ansteckt. Oh, ich habe das nicht gesehen. Oh. Dolores ist zu erschöpft, um nach draußen zu gehen. Mary Jane, ich weiß, du kommst gerade erst von draußen. Du bist ziemlich krank und ausgehungen und sowas, aber raus. Irgendjemand schlägt hier mit Nachdruck gegen die Falltür. Wir haben Angst, sie zu öffnen. Andererseits können das auch gute Nachrichten sein, nicht wahr? Ein freundliches Gesicht würden wir freudig begrüßen, selbst wenn es unser Nachbar Ned wäre. Oh Gott, Flanders! Nein, Flanders! Stimmt, nett. Wenn es irgendeinen Grund für die Bombardierung unserer Stadt gab, dann war er es. Da sind wir ziemlich sicher. Sollen wir aufmachen? Ich würde sagen, ja. Das ist bestimmt der Besitzer der Axt. Der will die jetzt wieder haben. Sag mal, wir haben nicht so viel, was geklaut werden könnte. Aber vielleicht sind es auch solche Leute, die einem was mitbringen oder tauschen wollen oder sowas. Oh, vielleicht bringen die uns um. Wir sehen es ja gleich. Eben. Hust du doch bitte in die Hand. Oh. Geh mal zum Arzt. Junge.
glaube, wir haben Suppe gekriegt und Wasser. Und ich glaube, es fehlt hier nichts. Timmy sieht aber sehr, sehr krank aus. Ja, und Ted ist krank geworden. Oh Gott. Oh Gott. Okay, alle brauchen Wasser. Wie sich herausstellte, war es ein netter, geheimnisvoller Typ in einem seltsamen Anzug. Er gab uns einige Dosensuppen. Die sichern in den nächsten Tagen unser Überleben. Sehr schön. Das Öffnen dieser Falltür war etwas riskant. Wir haben uns wohl eine schreckliche Krankheit eingefallen. Das Husten ist wahnsinnig. Nee, dieses Husten macht uns wahnsinnig. Ted ist noch nicht wieder ganz bei Kräften. Ohne Wasser überlebt Ted nicht. Ted ist krank geworden. Mary Jane könnte etwas Nahrung vertragen. Mary Jane, wenn es Mary Jane nicht mal besser geht, sollten wir mit dem Schlimmsten rechnen. Mary Jane möchte nur noch schlafen. Ihre Kraftreserven sind erschöpft. Jetzt Wasser, bloß nicht einschlafen. Wasser für Mary Jane zu besorgen, klingt nach einer guten Idee. Dolores braucht mehr Zeit zum Ausruhen. Sie sieht erschöpft aus. Dolores muss manchmal trinken. Ja, manchmal. Timmy konnte sich noch nicht ausruhen. Wie wäre es mit etwas Wasser für Timmy? Es sieht nicht besonders gut aus. Okay, also Wasser. Okay, erstmal Ted. Ted braucht Wasser. Mary Jane braucht Essen. Mary Jane und Essen und Wasser. Dolores braucht auch nur Wasser und Timmy braucht Wasser. Okay, also alle Wasser. Alle Wasser. Mary und braucht Mary Jane. Oh, die ist dick genug. Anscheinend ist das Gebiet noch immer verstrahlt. Momentan sollte man Ausflüge ins Ödland unterlassen, es sei denn, man hat kein Problem damit, krank zu werden. Jetzt. Mary Jane, raus! Ted, raus! Und dann kommen sie gesund wieder, oder was? Das Blöde ist ja, die Kranken kann man rausschicken, weil die können nicht mehr krank werden. Allerdings haben die eine höhere Wahrscheinlichkeit, draußen zu sterben. Mhm. Also wir können eine vorbereiten, falls einer sich ausgeruht hat. Wir bereiten einfach mal vor. Ja. Was haben wir hier? Wir haben viele entfernte Verwandte, aber keiner davon bedeutet uns so viel wie Tante Ada. Sie lebt auf dem Land, also bastelt sie wahrscheinlich noch an ihrer Kuhzählmaschine. Was? Und macht sich keine Gedanken um Atombomben, die auf ihren Hühnerstall herabregnen. Sie hat Kühe in ihrem Hühnerstall? Schade, dass wir kein Foto von ihr haben. Oder doch? Wir hatten noch einige Fotos in Bücher gesteckt nach dem großen Kaffeefleck-Vorfall. Schade, wir haben das Pfadfinderhandbuch nicht. Schade, das Pfadfinderhandbuch ist eigentlich nicht. Errungenschaft freigeschaltet. I will survive. Die sehen gar nicht gut aus. Oh, sie hat so richtig eklig schmuddelige Haare. Eher so eklig. Ted ist grün, aber Dolores Haare sind natürlich das Schlimmste, ne? Ich habe gerade gedacht, seine Hand hätte schon Fell, aber das ist ja der Deckel von der Dose. Vor allem Dolores hat ganz graue Augen. Und ganz eingefallene Wangenknochen. Und genau wie Timmy. Ja, die haben beide die Schwindsucht. Hat Mary Jane irgendwas Rotes auf ihrem Kopf? Deine Haare? Da, das da? Ja, ich glaube auch. Dreck. Hier, mit der Axt können wir es wegmachen. Direkt Kopf ab. So, wir müssen uns nun also noch ohne Fotos, ohne Neuigkeiten und ohne positive Gedanken auskommen. Die Welt ist einfach grausam. Oh ja. Ted hustet unentwegt. Ted ist noch nicht wieder ganz bei Kräften. Ted hat keinen Durst mehr. Und wenn er so weitermacht, hat er auch keinen Lebenswillen mehr. Mary Jane könnte etwas Nahrung vertragen. Sie hat viel Hunger, ne? Ja. Gut, aber die war auch draußen. Wenn es Mary Jane nicht bald besser geht, sollten wir mit dem Schlimmsten rechnen. Ja, dafür haben wir die Axt. Mary Jane ist unausstehlich, wenn sie nicht genügend Schlaf bekommt. In ein paar Tagen wird es ihr schon besser gehen. Mary Jane hat keinen Durst mehr. Okay, also bis jetzt brauchen wir nur Mary Jane zu füttern. Mary Jane hat Hunger, okay. Dolores ist noch sehr müde, aber sie bekommt einfach nicht genügend Schlaf. Dolores hat keinen Durst. Timmy muss sich noch ein wenig ausruhen. Timmy hat keinen Durst mehr. Timmy ist ein braver Junge. Zeit, die Vorräte zu rationieren. Nur arbeiten, nicht spielen, macht Timmy zu einem dummen Jungen. Okay, Mary Jane kriegt ihr Essen. Oh, wir haben echt viel Wasser und viel Suppe. Ja, noch. Wer soll rausgehen? Nö. Oh, ich liebe dieses Nö. Schade. Gesundheit. Tag 11.
Was ist 10? An der Wand steht 10. Vielleicht die Tage, die sie gezählt haben, die schon vergangen sind? Oh, wenn er wirklich jetzt Tag 10 ist, ne? Wir haben jetzt ja Tag 11. Und vielleicht sind ja morgen 11 Striche. Das würde mir gefallen. Mir auch. Die Taschenlampe macht auch ein Geräusch. Ah, die schnallen. Oh, ich weiß nicht warum, aber ich finde das Geräusch wirklich unangenehm. Das finde ich schön. Und das finde ich ätzend. Tag 11. Ted hat sich noch nicht von seiner Krankheit erholt. Ted ist immer noch hundemüde und braucht mehr Zeit, um sich auszuruhen. Ted würde sehr gerne etwas essen. Können die sich eigentlich von der Krankheit erholen oder braucht man die Medizinkassen? Also in der alten Version habe ich das schon mal geschafft, dass sich jemand von der Krankheit erholt hat, ohne Medizinkasten. Okay, ich glaube nämlich, ich habe das nie hingekriegt. Mary Jane kränkelt immer noch, Mary Jane hat keinen Hunger mehr, Mary Jane hat sich ausgeruht. Okay, das heißt, sie könnte theoretisch... Sie könnte morgen nach draußen gehen. Dolores beschwert sich darüber, dass sie hier einfach kein Auge zubekommen. Dolores würde wirklich gerne etwas essen. Okay, diesmal alle außer Mary Jane wollen etwas essen. Timmy konnte sich noch nicht ausruhen. Timmy sollte etwas essen. Warum können die sich nicht ausruhen? Die haben da doch Platz zum Pennen. Vielleicht husten die sich alle gegenseitig voll. Oder furzen sich gegenseitig voll. Oder stinken sich gegenseitig voll. Oder? Yes. Guck mal, so wie die aussehen. Eben. Das Vollstinken, das könnte ich ja noch verstehen. Ja gut, wenn du selber stinkst, riechst du nicht, wie doll die anderen stinken. Ja, ja okay. Vielleicht würde sich Mary Jane ins Ödland wagen, aber wird sie es schaffen? Mary Jane ist tough, die schafft alles. Ja. Wir sind schon eine Weile hier unten und wissen nicht, was da oben los ist. Wenn wir nur ein paar Notfalldurchsagen im Radio hören könnten, um ein paar Infos zu bekommen. Ja, ohne Radio? Ja, wenn wir das nur könnten, wäre das nicht schön? Ja, das wäre sehr schön. Hand vorm Mund bitte. Oder ein Ellbogen, ist mir egal. Ach, guck mal, Mary Jane ist gesund. Und die sieht ein bisschen dümmlich aus. Hat die irgendwie ein paar Gehirnzellen eingebüßt? Ich meine, die war im verstrahlten Ödland. Durstig. Müde durstig.